MDNR. TV! You're recording, I'm not stupid. I can see it. Ich war am Friseur. Genau. Back up! Back up! Bonjour. Teil 9 Video. Aus unserem Leben. Heute ist ein Mittwoch. Wir haben heute aber einen sehr besonderen Tag. Denn die Bina hat uns die Vocals geschickt. Zum letzten Song. Der ersten EP. Und wir sind so fleißig und nehmen jetzt den ersten Song der zweiten EP auf. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnte es wirklich dieses Jahr noch klappen, dass alles auf Spotify landet. Wir haben ja noch ein paar Wochen übrig im Jahr 2018, wenn alles glatt läuft. Alles glatt läuft. Vielleicht auf jeden Fall ein Weihnachtsgeschenk. Für genau, euch. Vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk. Auf jeden Fall, erste EP ist damit vokaltechnisch komplett fertig. Und wir fangen jetzt an mit der zweiten EP. Und zwar nehmen wir heute die erste Single auf, der zweiten EP, Ghost Town. Und ja, was sagst du über den Song? Tja, entscheidet selbst. Wartet ab 3 Monate. Ne, auf jeden Fall dachten wir uns, wir nehmen euch einfach heute wieder mit, weil wir auch nicht so Lust hatten gerade auf ein Cover, weil wir letztes halt viele gemacht haben. Und deswegen vloggen wir heute ein bisschen und zeigen euch den üblichen Wahnsinn bei uns. Lieber David, was machen wir denn gerade, bevor wir aufnehmen? Ja, wir müssen noch den Text umschreiben. Wir haben so ein paar Stellen im Pre-Chorus vor allem, die ein bisschen zu cheesy sind. Was ist zu viel Cheese und warum ist das nicht gut? Cheese, damit meinen wir so Klischee, ne? Also wenn was cheesy ist. Was kitschig. Kitschig, genau, so kitschig. Und ein bisschen Cheese ist gut, weil jeder Mensch mag Cheese. Das muss ich euch jetzt erklären. Jeder mag Cheese, wenn du irgendjemanden fragst auf der Straße. Mögt ihr Cheese? Ja klar mögen wir Cheese, aber mit was drauf. Also mit was anderem noch dazu. Also jeder mag Cheese, aber man will zu einer Mahlzeit nicht nur Cheese haben, wenn du fragst, was gibt's nur Mittag? Käse. Und was noch? Da muss noch was dazu. Und dasselbe ist beim Songtext auch. Du kannst nicht nur 100% Cheese haben. Du willst eine Hauptmahlzeit und dann ab und zu ein bisschen Cheese. Und dann ist geil. Käse drauf. Käse als Zutat. Für alle Songwriter da draußen, Cheese als die Krönung auf eurer Mahlzeit. So, was ich dazu zu sagen habe, absolut recht. Der David hat einfach recht. Und ich habe ein bisschen zu viel Käse geschrieben an dem Tag, weil ich einfach dachte, die Leute, ich will denen ein bisschen Laktoseintoleranz an die Backe hauen. Ich habe mitgeholfen, den Käse zu schreiben. Das war es nicht nur deine Schuld. Und lieber mal ein bisschen Käse, weil du willst ja nicht verhungern. Dann isst du lieber ein bisschen Käse, als dass du verhungerst. Und dann, wenn du was Besseres findest, dann isst du das halt auch noch. Genau, deswegen schreiben wir jetzt ein bisschen am Text rum und dann nehmen wir aber auf. Das ist der Song MDNR Ghost Town. Es ist jetzt schon eine Stunde oder so vergangen. Wir hocken immer noch an 2 Zeilen, die wir umgeschrieben haben wollen. Aber so ist das manchmal im Musikbiss. Der Song muss ja auch uns beiden gefallen. Deswegen, wenn irgendwie einem die eine Zeile nicht gefällt und dem anderen irgendwie doch so, dann wird halt trotzdem drüber diskutiert auf jeden Fall. Und wir schauen gerade, es sind also wirklich nur 2 Zeilen, ich glaube im Pre-Chorus und die letzte Zeile der 2. Strophe, die werden gerade überarbeitet. Ich hoffe, wir sind jetzt in der nächsten halben Stunde ungefähr durch. Das ist jetzt schon nach 3, damit wir anfangen können aufzunehmen. Langsam wird's frustrierend, aber so ist das halt, ne, im Leben. Manchmal tue ich den schnell machen, manchmal tue ich ein bisschen langsamer und tue ich ein bisschen auf den Gaspedal treten. Momentan ist Gaspedal pedal to the metal. Aber wir sind langsam zum ersten Gang. Wir wollen gerade einen 2. hochschalten und vielleicht schaffen wir es heute ja doch noch in den 3. oder 4. In dem Sinne. Out of place. Also perfekter geht's nicht. Michael findet gerade die Zeilen. Also, das ist das Ding immer bei uns. Entweder ich schreibe und der David korrigiert und ändert noch ein bisschen was. Oder der David schreibt 20 Seiten von so One-Linern und ich suche mir dann da was raus und hier was raus. Oder die Hälfte von der einen Zeile und die zweite Hälfte von der anderen Zeile und dann frankensteine ich die zusammen und dann klingt es meistens auch. Das ist doch ganz oft so, oder? Ja. Ja, deswegen habe ich jetzt, er hat 7 Versionen geschrieben vom Pre-Chorus und ich habe jetzt 2 Zeilen von einem genommen, die 3. von der anderen Version und die 4. von der anderen Version. Und jetzt ist es nur noch so, dass wir noch an Wörtern hängen. Sprich, zum Beispiel ist eine Zeile, I used to dream of taking on the world. Und am Ende fehlt uns halt eine Silbe, da haben wir Now, aber Now macht halt irgendwie keinen Sinn. Und ja genau, das sind die ganzen Versionen vom Pre-Chorus. Hier fängt es an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt habe ich die 7. Finale quasi gemacht, aber da fehlen jetzt noch, ja, so eine Kurve auf die Uhrzeit, 16 Uhr. Wir wollten eigentlich schon, wir wollten um 3. Und es ist jetzt schon eine Stunde später, wir müssen ja auch noch irgendwann was essen. Noch kurz haben wir heute beide frei, also haben wir heute Zeit. Ach ja, übrigens,
Unser Sponsor. Shoutout an unseren Nicht-Sponsor, aber vielleicht irgendwann bald Sponsor Flying Power. Raspberry. It's delicious. And nutritious. And nutritious. Zum Recorden haben wir noch 4,5 Stunden bis 9 Uhr. Das sollte reichen für die Main Vocals. Weil in dem Song jetzt noch wieder ein Chor. Und den singen dann Freunde von uns. Weil wir haben tatsächlich Freunde. Wie viele Freunde haben wir? 3? Insgesamt. Du, ich und noch einer. Achso, ja, dann sind wir 3, ja. Scheiße. Okay, wir versuchen das mal. Tschüss. Ich zeige euch jetzt noch, wie man Apfel richtig isst. Ganz kurz, dass ich sehe, er frisst einfach den kompletten Apfel. Und es ist einfach bewiesen, ich weiß nicht, was für ein Gift in Apfelkernen drin ist. Blausäure? Ich weiß nicht. Irgendwas ist auf jeden Fall in jemand kann es ja unten in die Comments schreiben, macht eh keiner, aber trotzdem. Irgendein Gift ist in fucking Apfelkernen drin. Und ich weiß, man muss gefühlt 20 Kilo Äpfel essen, damit es wirkt. Deswegen, er wird nicht irgendwie krank werden von so ein bisschen Apfelkern. Ja. So weird. Wer isst denn mit dem ganzen Apfel? Du schmeißt doch, er frisst einfach den kompletten Apfel. Das ist so krank. Ist schon gut. Delicious. Schreibt in die Comments, wenn ihr das auch so macht. So, wir haben 16.20 Uhr. Wir haben den Text zu einer Version, mit der wir beiden leben können. Man kann ja immer noch was ändern, aber wir nehmen gleich mal auf. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier um, nicht wahr? Yes. Das heißt, wir stellen die Couch um. Couch wieder hochstellen, Alter. Kein Bock. Dude, let's go. We are already late. Jetzt geht's. Kippen. Strong, man. Strong. Ich bin strong. Banane. IKEA Couch. IKEA sponsert uns. Wenn wir halt irgendwann mal ein Sponsoring bekommen, ne? Dann werden sich ja auch nur so denken, Alter, why? Why ich die? Ich würde alles für die machen. Warte, hier ist doch noch ein Koffer. Unser erster Sponsor, ich mache alles für euch. Ohne Scheiß. Hier ist noch ein Koffer und der ist halt einfach offen. Warum ist der offen? Das ist ein Eichenfalt, das war noch scheiße. Ich hab jemanden umgebracht. Das muss rausgeschnitten werden. I'm a killer. I killed the motherfucker. I just killed a guy. Wir haben übrigens was Neues, ne? Das hier. Sehr gut für besseren Sound. Und das hier. Das ist auch für besseren Sound. Rock on! Exclusive Preview. Exklusiv. Also das ist unser Demo von vor 3 oder 4 Monaten oder so. Und das Allerlustigste ist, dass die aufgenommen wurden, als ich richtig krank war. Und der David hat es halt so hart bearbeitet, dass man es eigentlich gar nicht mehr so hört. Aber ich war halt so, also Nase war komplett zu und halt richtig, richtig krank. Klingt jetzt nicht ultra gut, aber es ist halt auch nicht scheiße, würde ich sagen. Den Song nehmen wir jetzt auf. Und dann gehen wir nach Haus. Wir gucken mal unter die Kulissen. Das Ding ist nicht so gerade, es ist so zu mir gebeugt. Kann es ein bisschen gerader sein? Ja. Ja, so sieht's aus in meinem Hut hier. So, liebe Freunde, wir haben 16.45 Uhr und Michael ist in der Vocal Booth der Hölle. Nur heute ist nicht so heiß, wir haben jetzt Winter, den letzten Song haben wir im Sommer aufgenommen. Und jetzt geht's los. Ghost Town, Part 1, Action. Same house, same street, grown up. No sleep. Stopp, ich habe kein Signal. Wieso habe ich kein Signal? Keine Ahnung. Weil der so Knopf aus ist. Oh Mann, David! Mach doch den Knopf. Aber es war dann schon mal ein guter Test. Same house, same street, grown up, no sleep. Losing myself in the sky. Surprise Cam. Oh damn. Not with my hair look like that. Ich sehe jetzt schon aus wie so ein Schnupf. Ja. Wie fandest du die ersten Takes? Ist gut? Ist gut. Auf jeden Fall angenehmer als im Sommer. Es ist trotzdem warm, weil. Guckt's euch an. Ich hab die Heizung auf 3. Wenn ich so runter machen soll, dann wird's hier ganz schnell freezy. Ja, mach's mal runter. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Kurz ausruhen und vielleicht mal kurz reinhören. Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Ich muss den Reverb.
Das ist zu viel. Was sagst du? Find dich doch mal selbst. Sounds pretty good. Ziemlich trocken. Alles gut vom Sonne? Ja. Okay, nice. Freut mich. Gut, weiter geht's. Würde ich sagen, weiter geht's.